Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, ein schönes neues Video mit einem neuen superschönen Patch 0.9.2. Der Runenmeister, wir sind ihn zwar noch nicht, wir haben vorher im Livestream den Charakter angefangen, sind ein bisschen durchgerusht, haben ein paar tolle Sachen beredet, haben die Skills ein bisschen schon angeschaut und ja, es ist alles auf Deutsch. Das ist das Wichtigste, oder, für alle? Für alle, auch die, die gut Englisch können, es muss Deutsch sein. Für die Deutschen. Genau, und für die Schweiz und für die Österreicher, für die Liechtensteiner, für die Luxemburger, für die Dänen vielleicht noch und Holländer. Ah ja, Holländer. Holländer gehören auch dazu. Belgier. Nach Franzosen, Italiener. Also, die Hauptsache Deutsch. Nein. Also. Wir haben schon einen Skill, den setze ich dann gleich mal kurz ein, damit wir das sehen. Und ja, es kommt vielleicht heute der Part noch, deshalb ich muss ein bisschen vorwärts machen. Es ist einfach gerade auch ziemlich am Laden. Es ist wieder dieser Bug drin, der uns einfach manchmal die Gebiete nicht laden lässt. Sehr langsam einfach. Aber ja, ein bisschen Geduld haben, bitte. Ja, seit ein paar Jahren haben die Leute halt ein bisschen weniger Geduld. Glaube ich, kann aber auch jetzt zurückgehen und das Ding benutzen, statt Waypoint. Ich will jetzt nämlich nicht mehr den Boss besiegen. Komm jetzt, mach doch mal was! Ah, läuft nicht gerade so gut. Ja, endlich. Wow, danke schön. So, also. Eben, es ist wieder dieser Bug drin, da können wir eigentlich nichts machen. Ja, unbedingt hier reingehen. Also, fangen wir jetzt an. Ich bin extremst gehypt plötzlich. Ich war vor dem Livestream nicht so gehypt. Ich wollte mir auch nicht so vorstellen, was alles für Möglichkeiten gibt. Und ich bin überwältigt von den Möglichkeiten. Ihr werdet es nachher gleich mal ein bisschen sehen. Wir werden immer kurz einen Skill anschauen. Und ich werde ihn ein bisschen erklären. Ja, okay, weit ist es jetzt auch nicht, wo wir... Ja, es ist einfach... So unglaublich viel CPU, GPU und RAM-Leistung das Spiel. Ja, sie haben einfach kaum scheinbar etwas noch gemacht. Sie haben es zwar unten, ganz unten in den Patch Notes noch geschrieben, dass sie irgendwas optimiert haben, aber scheinbar nützt es nichts, oder? Der Livestream ist noch irgendwie eine Stunde und 15 Minuten dann einfach abgehackt. Unser PC hat es mitgerissen. Und das wollte ich einfach eine Zeit lang nicht riskieren, habe den PC dann so stärker gekühlt. Und jetzt bin ich aber wieder dran. Also es ist nicht lange gegangen, seitdem ich den Livestream beenden musste. Aber das ist halt auch, ja, dieses Problem da mit den Ding, oder? Jetzt haben wir den anderen Weg auch mal nehmen können. Der ist einfach dazu da, dass wir da den Boss nicht mehr besiegen müssen, falls wir mal den Boss durch den Crash oder so nicht fertig, also wir haben ihn fertig gemacht, wir sind dann und bis zum Waypoint gekommen, aber das hat es wahrscheinlich noch nicht angenommen und ja, das gibt einfach dann die Probleme. Ja, wie soll ich sagen, oder diese Überhitzungen und alles, das Spiel will halt einfach nicht gerade so viel arbeiten manchmal oder arbeitet einfach viel zu viel. Das ist einfach die Engine, das ist der Engine verschuldet, da kann der Entwickler eigentlich nicht so sehr viel dazu machen, außer einfach immer mehr optimieren. So Optimierungsarbeiten sind halt immer fast am anspruchsvollsten für die Arbeitnutzer oder die Entwickler sozusagen. Und das führt dann halt einfach dazu, dass Games eigentlich fast nie richtig gut optimiert werden. Finde ich schade. Weil ich bin ja selber Entwickler, ich habe auch schon immer sehr viel gemoddet, immer sehr viel entwickelt dann auch zwischendurch noch. Bin aber auch immer überfordert gewesen. Es ist einfach, ja, man kann halt nicht mehr Games aus den 90er oder so entwickeln, wie die Grafik dort ist oder so. Also man hat ein viel höheres Niveau und man fühlt es halt dann einfach immer, dass die Spiele nicht fertig sind. Fertig optimiert sind oder irgendwas auch fehlt. Durchschnittlich. Kann man fast nicht lesen.
Die Angriffsgeschwindigkeit ist so durch den deutschen längeren Namen so klein, schmal geworden und unscharf, dass es nicht lesbar ist. Ja, also fangen wir doch mal an mit diesem Skill. Jetzt sind wir wieder an einem Waypoint. Der ist sozusagen auch ein Unterstützungsspell für die anderen und heißt einfach Frostklaue. Da kann man zum Beispiel procken Eisspirale. Snap Freeze kann man procken, genau. Also Eisspirale ist einfach so eine Spirale. Dann haben wir hier unten irgendwo das zurückgekehrt, genau. Ich finde es jetzt gerade nicht. Das ist natürlich nur einmal kurz angeschaut worden von mir. Aber jetzt gibt es zum Beispiel auch Shotgun, dass man alle Projekte auf ein Ziel setzt, dann hier Eisbarack-Chance. Ist zwar gering und hat nur 3, also nur 15%, aber hat hier nochmal 5% und das ist einfach ein. Also insgesamt 20% kann man erreichen. Und hier ist zum Beispiel Feuerumwandlung von Cold auf Fire, dann heißt es wahrscheinlich auch. Nein, wahrscheinlich heißt es nicht Feuer oder Flammenklaue. Aber hier oben Spark-Artillerie ist genau gleich, einfach in Lightning Damage, Cold zu Lightning. Heißt immer noch, also das ist gar nicht übersetzt worden hier drin. Ja, wird wahrscheinlich noch gebracht. Und jo, genau, einen habe ich noch vergessen, der Elementar. Oh no, muss noch irgendwo sein. Gucken wir noch kurz. Ah ja, hier, genau. Okay, dann haben wir als nächstes dann den Flammensturm. Den stelle ich vor, wenn wir dann den haben. Aber jetzt müssen wir zuerst den Runenmeister auch werden, oder? So. Also ich denke schon mal, was das wird sein. Das wird halt auch etwas mehr Procken sein, weil wir sozusagen einen Feuerball oder einen Meteor runterwerfen und zu ihm teleportieren, wenn er einschlägt. Oder wahrscheinlich auch direkt oder sofort. Aber das prockt ein paar Sachen. Ich habe schon im Livestream kurz angeschaut und kann euch einfach sagen, das wird sicher sehr cool sein. Da gibt es sicher coole Builds. So, hier machen wir auf Defensive und hier machen wir auf Brandschaden, Brandchance, also Entzünden. Ja, heißt es. Und dann hier auch mehr Schaden. Und ja, dann schauen wir mal weiter, was wir noch bei Nova machen können, bis wir dann Nova nicht mehr nutzen müssen. Wir wollen. Weil ich habe ja geplant, eigentlich diesen Tree-elementaren Angriff einzusetzen, wo ich jetzt den Namen gar nicht weiß. Ist ja auch neu. Oh, nicht das. Der andere Knopf. Runenblitz, genau. Und dann auch etwas zu brocken. Und das wird wahrscheinlich ja, Glübe der Herrschaft sein. Können wir kurz reinschauen. Da gibt es nämlich Glübe des Herrschafts. Da unten. Ja, das finde ich jetzt auch wieder nicht. Ist ja auch ein bisschen schwer. So, Runenblitz explodiert nun. Das wäre auch sicher cool. Runenblitz. Runenstein. Rissbolzen. Expansionsschub. Das ist jetzt deutsch. Ja, das sieht man. Da, Runenblitz. Jetzt drei Elemente. Nein, das ist nicht. Projektil im Kegel. Ist es bei Frostwall? Bei Frostmauer? Ich sehe es leider nicht. Doppelwirkung ist sicher auch cool. Mit Raring, mit Gonrun. Ah, mit Gonrun, Rarune. Wo ist denn die Rarune und wo. Okay. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Ich will jetzt nicht allzu lange hier rumsuchen. Aber es spielt sich sehr cool. Der Entwickler probiert immer mehr aus. So Sachen wie Brocken und so. Aber es tut halt wirklich auch das Spiel auch wieder damit ein bisschen überfordern. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe noch nicht so sehr in die Autoprocs. Wir brauchen auch die bestimmten Unix dafür und so. Ja, wird noch ein bisschen zu früh sein, aber dieses Siegel setze ich unbedingt ein. Ich will unbedingt eben einen Runenmeister spielen, der irgendwas auf den Boden zeichnet. Ich will ihn machen. Und ja, der Runenblitz ist natürlich zum Mana sammeln dann da.
Also ich denke, weil der erst ganz am Schluss dann verfügbar ist, also mit Level 50, 55 verfügbar sein wird, ist er sehr stark, dieses Siegel. Und dann gibt es ja noch einen später und das wird ein Buff. Und der interessiert mich besonders, also da müssen wir so schnell wie möglich hin. Ich will mich jetzt noch nicht ganz so spoilern lassen, was ein Buff denn auch noch machen könnte. Aber den müssen wir natürlich dann auch immer wieder aktivieren. Vielleicht gibt es dann auch einen Autoproc, ja, aber. Wie sehr interessant! Wie zu interessant, um es jetzt schon anzuschauen. Wir müssen uns noch ein bisschen. Ja. Gedulden lassen. Oh nein, bitte nicht. Okay. Sehr gut. Aber nicht diesen blöden anderen. Skill da. Desintegrate. In einem Kringel herum. Ja, wir sind jetzt gar noch nicht so stark. Oh. Irisi könnte ich eigentlich nehmen. Aber ich habe noch zu wenig Kohlrisi, damit wir mehr Mana haben. Das ist einfach die Mana-Risi. So. Oh, sehr viel Schaden. Nein, jetzt setzt du ihn noch ein. Ja, setzt ihn gar nicht ein. Ah, diese Lusche. Hat einfach keinen Bock auf Desintegrate. Das heißt wahrscheinlich irgendwie, wir haben ja, wie heißt der? Ja, desintegrieren. Wow, gute Übersetzung. Sagt mir immer noch nichts. Was ist desintegrieren? Kaputt machen, kaputt schmelzen, oder was? So, währenddessen können wir das killen. Aber geht nicht, weil wir im Ladebildschirm sind. Wir bekommen sowieso einen Skillpunkt. Über. Ja, schön, also mir gefällt wirklich der Patch schon sehr gut. Also wir haben auch die Skills. Die One-Shot-Chests habe ich noch nicht gefunden. Die sind scheinbar laut Entwickler einfach an einem Ort, wo man jetzt nicht unbedingt hingeht pro Map, aber wahrscheinlich kommen sie auch erst ab Akt 4 oder Akt 3 jetzt. Aber gut, wollen wir ja dann mal ein bisschen mehr suchen. Genau, es gibt im nächsten Gebiet so eine bestimmte Schatzhöhle, vielleicht ist sie dort drin. Jo, und eben wir machen dann im nächsten Charakter dann ein bisschen langsamer, wenn der Hype ein bisschen vorbei ist. Und lesen die Sachen und so. Wollen die Geschichte auch ein bisschen kennenlernen. Jetzt muss ich schauen. Ja, den richtigen nehmen. Runenmeister. So, jetzt sind wir. Die Runenbeschwörung haben wir jetzt, genau. Okay. Aber die Klippe der Herrschaft, die brauche ich dann unbedingt. 12 Mana kosten und hier 7 Mana kosten. Sie kosten mehr, also. Ich denke, ich mache mit Nova weiter. Das ist aber stark. So. Aber dann. Glas. Nein. Was haben wir gehabt? Doch Glas, ja. Nein, den Vulkanik Orb, also vulkanische Kugel. Genau, setzen wir weiterhin ein. Haben wir ausgetauscht. Genau, so. Also, jetzt haben wir hier noch Crit. Ich will nicht auf Crit gehen. Ich will hier eigentlich dann noch irgendwie. Nein, nein. Also, Zauberklinge, Runenmeister hier. Das Ding. Also, Mana möchte ich unbedingt nehmen. Ja, unbedingt das hier. Okay. Wieso kann ich das nicht skillen? Habe ich gerade ein Problem, ich möchte dich skillen. Aha, wir haben einen Punkt zu wenig investiert. Jetzt. Also ich will das skillen, ich will ein bisschen HP haben, also ja, nehmen. Und ich brauche ein größeres, besseres Leben. Ich muss HP nehmen. Und das untere könnte ich eigentlich auch nehmen, aber das obere ist mir fast ein bisschen. Hey da, Reisende. Bist du gerade am Laden? Hast du zu lange Ladezeiten? Spamme ein bisschen die Bewertungen. Runter. Wieso wird immer gehatet? Wieso werden Leute immer wieder da Shitstorm und Spiele dann kaputt bewerten? Nee, das mache ich doch nicht. Nur den Entwicklern sagen, mach doch nicht so viel Mist. Einfach mal kurz zu ihnen gehen und sagen, hey, ich bin ein Fan von euch, mach doch nicht so viel Mist. Solche Ladezeiten gehen für mich nicht. Also irgendwie Bewertungen runterschreiben.
Bei mir habt ihr meistens eine Bewertung, aber viele Accounts vielleicht. Und das ist halt das Schlimme, oder? Das ist, sie benutzen dann extra auch Bots oder so. Das ist halt das Schlimme. Komm jetzt, mach mal! Aber diese Gebäude, diese Fenster sind richtig cool. Einfach eine Stadt und dann ist man in der Wildnis. Hä? Muss ich das verstehen? Der Entwickler so, ja, ja. Wir machen die Gebiete einfach so ganz komisch, oder? Die Abgänge, Zwischengänge und so. Irgendwie. Hey, jetzt hast du mich festgefroren. Also ich muss, glaube ich, irgendwo unten durch, um zu der Höhle, Schatzhöhle zu kommen. Haha, gearscht. So, wir gehen jetzt einfach mal unten durch. Wir gehen doch sonst immer nur geradeaus. Oder auch oben. Ein bisschen müssen wir hier irgendwie etwas finden. Also eben diese Runen, die machen irgendwie mehr Schaden. Ich verstehe das nicht. Einfach die Schadensart wandelt sich irgendwie um. Okay. Ja, ich mache mehr Schaden, wenn ich den einsetze. Aber es ist ein Buff, oder? Ja, es ist aber eine Rune am Boden. Jetzt ist es die Feuerrune gewesen. Machen wir die nochmal. Es ist immer Feuerrune irgendwie. Und es kommt auf die Dinge hier oben an. Auf jeden Fall seht ihr es, wir machen viel mehr Schaden mit Brand. Also es tut wahrscheinlich auch, ja, eben die Aliments verstärken. Das ist jetzt irgendwie gar nichts gewesen, okay. Hm, komisch. Der Entwickler so, machen wir es komplizierter, damit ein Let's Player es nicht erklären kann oder so. Oder die Spieler sowieso irgendwie alles falsch einsetzen. Ab das Mana geht weg. Teleport jetzt nicht einsetzen sollen. Ja, es kostet viel Mana. Ich kann es jetzt nicht immer einsetzen. Aber hier kann ich es zum Beispiel einsetzen. Ja, habt ihr nicht viel Schaden bekommen? Also die Runen, die werden gesetzt, tun sich aufladen und explodieren. Und dann gibt es wahrscheinlich viel Brandschaden. Aber es wird nicht umgewandelt. Wir müssen sie automatisch, also wir müssen sie halt einfach so skillen. Nicht automatisch. Ah, ist sehr schwer zu erklären. sehr viele Mücken hier unten. Ja, übertreib's nicht. Ist hier die Höhle oder hier oben? Ich glaube, sie ist hier unten. Aber gibt's jetzt endlich mal eine One-Shot-Geste? Ich brauche doch die neuen Kisten. Geben mir Erinnerungen an die alten goldenen Kisten, die. Ja, hier ist die Höhle. Kritische Schaden haben wir eingesammelt. Also Ding. Das ist eine normale Kiste. Gibt es nicht zwei Kisten eigentlich hier? Haben Sie das auch genervt? Hallo. Meine Güte, Sie haben die Kiste gestohlen, die zweite. Ja, okay, es bringt dann eigentlich so viel. Wir können sie dann später holen, wenn wir dann einen schnelleren Charakter haben als jetzt. Ja, wird wahrscheinlich nicht schneller werden. Ja, doch, schon, aber je nachdem. Einfach ein bisschen bequemer mit mehr Mana. Diese langen Namen. Erinnert mich irgendwie an Pass of Exile am Anfang, glaube ich. Die haben auch so lange Namen immer gehabt. Und Dungeon Siege 1 vor allem. Da waren die Namen auch noch größer und sie hatten einfach den ganzen Bildschirm. Ich gehe mal hier weg, das ist nicht so viel Gefleuche. So, hier müssen wir die Rune einsetzen, sonst macht er uns kaputt. Er ist sowas von gebufft. Da war ich, glaube ich, mit einem Totem-Mancer, also Totem-Schaman unterwegs und ich hatte einfach kaum Rüstung geskillt und Resistenzen. Und er hat mich einfach irgendwie eingeklemmt und dann zerstückelt und die Totems machen nichts. Ja, die sind halt einfach nicht gerade so dazu da, um zu blocken, um zu pullen, oder? Das ist leider einfach so. So. Aber wir machen uns eben schon ein bisschen defensiver.
könnten natürlich die Offensive auch wieder machen. Stärker jetzt. Aber ja, wir haben diesen Helm oder diese Diadem. Und ja, die Katastrophe. Ja. Ja, das weiß ich. Dass du eine Katastrophe bist für die Gegner. Lieber Helm. Aber irgendwie, ja, schon ziemlich. Und ja, die deutsche Übersetzung ist wirklich auch besser als zum Beispiel bei Pacific dann gewesen. Heißt ja immer noch dort Gammon und das ist einfach irgendwie gar kein deutsches Wort. Das ist, oder zu altdeutsches Wort. Das gehört nicht so rein. Es triggert mich immer wieder. Ja, entweder Gems einfach Englisch lassen. Oder halt irgendwie Steinchen oder so. Klunker. Ja, Klunker. So. Jetzt ist wieder nichts. Ja, Reflexion. Ah, dadurch kommt keine Rune am Boden. Es wählt eben von einem Element etwas aus, aber es tut nicht immer. Genau, das ist auch etwas, was geprockt wird. Aber das ist wahrscheinlich die Passive vom Runenmeister. Muss ich gleich mal kurz schauen. Einfach abschieben, Schutz. Und der explodiert dann. Okay, also es ist eine Art wahrscheinlich Kälteschutz und dann explodierte. Ja. Es macht so viel Spaß. Ich kann eigentlich kaum etwas erzählen. Es ist schon ziemlich neu. Also es ist einfach eine neue Charakterklasse. Man fühlt sich noch ein bisschen ängstlich, unerwartet. Also, man kann es nicht so erwarten, wie man jetzt zum Beispiel eine Charakterklasse, die man kennt oder spielt, oder? Dadurch fühle ich mich irgendwie so ein bisschen unsicher. Wird's was? Was sind denn die Unix? Komme ich gar nicht die richtigen Unix über? Muss ich einen anderen Skill nehmen? Und so Sachen, oder? Es ist einfach ein schweres Game. Es ist einfach ziemlich übertrieben nach der Kampagne. Sogar eben in Akt 8 bin ich schon übertrieben. Was ich da mit diesem letzten Charakter, mit dem Wright Necromancer, für Probleme in Akt 8 hatte kurz. Und die Gegner so viel Gift spammen, da musst du einfach die richtigen Items tragen mit den richtigen Resistenzen. Und das ist eben das Schwierige. Du bist immer zu wenig bereit für dein Level. Was? Leere schon, okay. Die Leere, der Teer. Ich finde es ja toll, dass einfach Void zu Teer wurde. Ja, es ist eigentlich auch Leere. Oder haben sie das jetzt geändert schon? Kam schon ein Patch oder so? Nein, es heißt immer noch Leere. Oder ist Leere dann einfach dieses. Oh, wie heißt es schon wieder? Dieser Zusatz. Rotmint. Nein, nicht Rotmint, oder? Rotmint ist irgendwas giftig. Rotmint ist das Unique, der Unique-Kopf da. Was Nebenhand ist, also Schrumpfkopf scheinbar. Und Jabba 2. Wow, sind wir stark. So, brauchen wir das Giftresistenz? Ja, wir sehen gar nicht, was unsere Unix-Rares sind, oder? Wir haben keine Blutfeder. Wir müssen also ein bisschen kurz noch anschauen, damit wir nichts Rechtes nehmen. Das meiste können wir übersehen. Oder einfach lesen, was es genau macht. Oder die Präfixe und Suffixe. Lesen. Aber ja, Blutfeder selber machen, das dauert ein bisschen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt direkt in einem Part machen. Also ich kann es mal in einem Part kurz machen, aber nicht ganz gut einstellen, wenn wir auch wissen, was. So, Trefferschaden unbedingt reduzieren.
Ja, also jetzt einfach noch ein bisschen Gameplay zeigen. Ich denke, so noch zwei, drei Parts. Soll ich mal kurz Lootfilter ein bisschen anpassen, wenn ich weiß, jetzt das brauche ich. Oder wir können jetzt schon mal ein paar Elementarschaden, Cast Speed und so reinlegen. Aber das heißt auch, dass wir da ein bisschen auch manche nicht mehr angezeigt werden. Nein, es bringt jetzt noch nicht so viel, den Loot fehlt er wirklich anzupassen. Ja, ihr werdet es ja dann sehen, wie es geht. Ich weiß es noch nicht. Aber ihr wisst es wahrscheinlich dann auch noch nicht, wenn ihr schaut. Das ist die Unklarheit des Bösen. Ein Fluch. Man weiß es einfach nicht. Man muss es ausprobieren. So, jetzt müssen wir gleich mal kurz noch schauen. So, also wir sind jetzt eigentlich schon schnell vorwärts gekommen. Also 1 Stunde und 15 Minuten bis Akt 2,5. Und jetzt ist Akt 3,5. Jo. So, jetzt mache ich noch kurz dann Pause, wenn der Part fertig ist, weil ich ja diese Hirnhautentzündung habe. Es ist zum Guten wirklich nicht ganz so schlimm. Also es gibt es ja mega schlimm. Und das ist halt so, dass ja, man sollte eigentlich nicht livestreamen oder let's playen. Ich habe beides gemacht jetzt schon. Hatte keinen Crash noch. Sehr gut. Ja, Afterburner, MSI. Genau, MSI Afterburner ist sehr gutes Programm. Unbedingt auch verwenden, wenn ihr so Spiele habt, die einfach herumzicken. Weil ihr könnt die allgemeine Temperatur der Lüfter reduzieren damit. Und das Spiel muss unbedingt auch limitiert werden von der FPS. Das macht bei mir, hat bei mir im Livestream da viel zu viel FPS gehabt. Das seht ihr ja nicht. Ihr seht ja den Unterschied eigentlich kaum mehr ab 40 FPS. Die meisten wollen dann noch mehr, die meisten wollen auch mit 120 FPS spielen. Aber es macht keinen Unterschied. 60 FPS ist ja eigentlich schon fast zu gut. Weil meine Augen sind zum Beispiel noch schneller und die können so Sachen zwar sehen, aber es macht mir nichts aus. Es ist, also, ja, ich habe eben diese Hypersensibilität und Nervenkrankheit, die verstärkt alle Sinne. Ich habe jetzt auch kaum Lautstärke für mich, bei euch natürlich schon. Ich hoffe, es ist bei euch nicht zu laut, diese Ingame. Es sieht nicht so aus. Ja, meine Stimme wurde ja auch ein bisschen lauter noch. Das so eingestellt habe, dass ich ein bisschen weniger leise wirke ab und zu. Statische Kugel, okay. Also das Problem war einfach, wenn ich leise geredet habe, hat man mich eigentlich nur noch abgehackt gehört, also nicht abgehackt, sondern einfach sehr, sehr leise dann gehört, wenn ich leise wurde. Das lag einfach daran, dass man halt einfach auch nicht gerade so sehr nach oben treiben kann. Viele andere YouTuber sind einfach viel zu laut. Man ist es so eingestellt. Das war, glaube ich, die Q-Taste, die so war das Colt. Ja. Also das mit dem Pulsieren und dann Explodieren, das war die Passive von also so eine Art Effekt vom Runenmeister, der ausgeführt wird, das Schild, was beim Runenmeister steht. Und das, was jetzt so gekringelt hat, war einfach die Q-Taste. Und das war einfach so eine Eiskringel-Explosion. Ja, nicht die Explosion, aber ich glaube, ich nutze das auch noch. Ich brauche Schaden, aber also ich muss den nehmen. Den unten, den muss ich hochtreiben. Und ja, Mana brauche ich doch nicht so viel, denke ich mal. Das ist jetzt das gewesen, das ist auch Cold gewesen, aber ja, vielleicht gibt es auch mehrere von den. Auch Ding. Okay, es sind zufällige Effekte, das war jetzt Feuerschild. Ja, wie heißt es auf Englisch? Ja. Ja, einfach diese Feueraura, genau. Also, es war die Feueraura auf
Deutsch. Und ja, da einmal war es einfach dann dieser Kringel. Und das ist eben zufällig. Es ist eine Art Glücksspiel und das dachte ich mir schon, als ich den Runenmeister seinen Kopf hatte. Es muss ein bisschen Glücksspiel drin sein. Und es ist so, weil die Runen, wenn die nicht geprockt werden, haben wir ja Probleme. Also es muss ja irgendwas noch passieren. Und dafür ist dieses Skill da zuständig, der einfach ein bisschen zufällig etwas macht. So, genau. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir recht viel Elementar machen. Elementar-Status-Effekte. Und dadurch werden wir stärkere Angriffe haben, wenn irgendwie ein Status-Effekt auf dem Gegner liegt. Der brennt jetzt, der bekommt mehr Feuerschaden über, glaube ich, oder anderen Schaden über einfach. So, Trankeinnahme, Lebenswiderstand. Es ist ein bisschen schwer, jetzt gerade momentan die Items zu analysieren, weil sie einfach Trankeinnahme, Defensive, einfach anders sind, oder? Andere Sprache, andere Probleme. So. Ich habe übrigens viele Spiele auf Spanisch gespielt, weil sie einfach Mods hatten, die nur auf Spanisch verfügbar waren. Oder auch, ja, so Alphas. Oh ja, jetzt wieder. Ankunft der Ausgelöschten. Ja, das ist die Schuhe. Genau, mit Hast. Also, probieren wir mal, weil, ja, links so viel. Einführungschance. Sind wir ein bisschen schwächer geworden dadurch, aber ja, ist immer noch sehr stark und macht immer noch sehr viel Spaß. So, ja, ich mache die Quest noch fertig, denke ich. Das längere Part. Und ich mache jetzt mal kurz einen, ja, nein, ein bisschen mehr Zeit habe ich ja noch zum Hochladen. Machen wir noch ein bisschen weiter. Es macht ja so viel Spaß. So geilen Spaß. Weil das ist auch eine tolle Quest. Die haben es ja damals ähnlich gemacht, aber mit einem riesen Höhlensystem, das ja jetzt da diese Schatzsuchquest ist. Und da musste man recht nach denen suchen. Der letzte Imperiale, ja. So, die kommen natürlich auch noch weg damit. Jo, ich weiß jetzt nicht, was die anderen Livestreamer so machen auf Twitch. Ich denke, auf YouTube ist kein Deutscher unterwegs. Das rentiert halt einfach für die meisten nicht. Für mich ist eher halt einfach das Problem da, dass ich noch nicht so Zuschauer habe, die Livestream schauen wollen. Also noch nicht so kennen bei mir. Und deshalb einfach nicht so motiviert bin, noch zu Livestream. Dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Livestream wollt und Zeit habt, oder? Aber es tut eben meinen PC noch nicht so gut. Da muss noch ein bisschen optimiert werden. Also ich muss meinen PC optimieren und weiß nicht, wie ich noch meinen PC optimieren kann, dass ich auch wirklich Last Epoch livestreamen kann. Es kostet halt so viel Energie. So viel Grafikpower. Ja, werden wir dann mal sehen. Ich mache weitere Tests und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann immer zuschauen. Am Wochenende sowieso werde ich sowieso livestreamen können. Morgen, den Freitag, ja, kann es sein, dass es einfach nicht so viel wird. Aber ich will ja immer zwischendurch auch noch ja, Videos machen, wo auch geschaut werden, oder? Deshalb kann es einfach sein, dass ich nicht so viel Zeit habe, eher abends livestreame. Auf jeden Fall ist es auch bei mir in der Wohnung halt viel zu heiß. Das merke ich wahrscheinlich auch am Lüfter. Der hat einfach Mühe, weil es so heiß ist. Was ist es? Es hat 32 Grad heute gewesen bei mir. Ist halt schon sehr viel. Also ich könnte hier Fokus reinnehmen. Ich könnte Frostklaue reintanken. Aber ich tue jetzt mal auf die Spiegelbilder gehen. So. Bei Teleport. Ja, und dann wahrscheinlich bald umskillen. Oder ich nutze die Rune.
Die Rune haben wir jetzt freigespielt. Jetzt können wir noch kurz das anschauen. Und was habe ich hier so Streifen? Okay. So Linien. Ist wahrscheinlich ein Grafikblock jetzt dazu gekommen. So, genau. Wir gehen ins Lager, damit wir geschützt sind, wenn es auch mal ladet. Ich finde die Runen richtig lustig. Die tun ja sich so wie in einem einmaligen Bandit so ein bisschen anordnen in einer Reihe. Zufällig Pi. Unendlich. Aber die können ja aufgebraucht werden schneller, als sie wieder erscheinen. So, jetzt haben wir Flammensturm. Nicht Flammenspur, sondern Flammensturm. Also jetzt schauen wir zuerst mal da. Ja. Der hat zum Beispiel Penetration, Mana, gehen wir mal links gegen den Uhrzeigersinn. Okay, gehen wir mal mitten mit Uhrzeigersinn, das ist ein bisschen einfacher. Schutz haben wir, Runengewinnung. Ihr dürft, wenn es euch nicht interessiert, die zwei Skills natürlich schon abstellen, klar, kein Problem. Bin ja nicht einer, der sehr abhängig ist von euren Taten. Aber es wäre natürlich schön, euch auch ein bisschen ja, da zu haben, weil ich bin jetzt gerade auch wieder erst am richtig am Wachsen. Es ist wegen meiner Krankheit und so manchmal ein bisschen schwer, da auch die Zuschauer zu binden können. Also der Schaden steigt einfach pro benutzte Rune, das Rücksprung beim Wirken. Automatisches Wirken, eine Runde Beschwörung. Ohne Mana? Doch, mit Mana. Ja, Mana kostet. Automatische Führung, zweite Rune und Vorwärtssprung beim Wirken. Oh, Teleport-Skill wird es auch noch. Dann hier Schaden pro Runentyp, das ist klar. Schutzgewinn bei der Intelligenz. Pro Intelligenz mit verschiedenen Runen. Also auch Defensive. Wirkt elementar Away und Rune in Beschwörung. 100% Mana-Verbrauch, okay. Also das heißt, wir können dann einfach procken die Nova. Die müssten wir aber wahrscheinlich dann auf Entfernung auch setzen oder so. Ja, so doppelt sauber, weiß ich nicht. Kostet da zu viel Mana. Blink heißt auch Teleportierung, oder? Das verstehe ich jetzt gar nicht so. Runische Beschwörung hat jetzt eine Abgrenze. Was ist denn runische Beschwörung? Ist das einfach hier etwas dazu? Ja, es ja, hat einfach Abgrenze die 5 Sekunden. Ja. Ah, also Wiederherstellungstempo, Abgrenzzeit, genau. Ja, und das ist anders, also dass es schneller wirkt, genau. Wenn wir bestimmte Runen immer abessen. Aber das können wir ja nicht blocken. Das müssen wir so ein bisschen herausfinden. Mal 33% erreichen pro Element. Dann hier Rune ist ganz schwer von der Art, sauber abzuhängen. Immer deine Abfolge von Runen wieder. Okay, das ist dieses Key, der mit dem zusammenhängt, dass es einfach mehr Abklingzeit hat. Okay, habe ich schon gedacht. Okay, der Schaden und Mana wird nicht aufgebraucht, sehr gut. Aber ja, dafür mehr Abklingzeit ist auch nicht so gut. Okay, einfrieren. Ja, das ist ja auch der gute Angriff. Ja, nein, der kleine einfach. Okay, nicht so der gute. So Stapelsachen habe ich immer so ein ungutes Gefühl, aber ist eigentlich auch ein bisschen stärker. Ja, so zufällig, hä? 12 Runenenergie und dann passiert etwas Zufälliges. Es verändert einfach, aber bin ich nicht so zufrieden. Und diese Beschwörungen sind dann da? Woher kommen denn die Beschwörungen? Ah, das sind die Runenbeschwörungen, das sind nicht diese Beschwörungen. Die Mobs, also die Minions, genau. Runische Energie. Und runische Energie, das können wir kurz schauen. Geht gar nicht.
Ah, hier. Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Skill, aber er ist ja eher zum, ja, Zwischenprocken, Zwischenbuffen da. Werde ich wahrscheinlich nicht so nutzen, skillen. Also ich werde es nicht reinnehmen jetzt mal. Okay, dass mehrmals die gleichen geprockt werden. Elementar durch und Bereich ist auch sehr gut. Auch noch mehr Bereich. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, die meisten gehen wahrscheinlich auf Feuer hier oben links und hier unten vielleicht auch Ablenkzeit. Habe ich so das Gefühl, ich möchte es aber irgendwie gar nicht so denken. Also jetzt gehen wir nochmal gleich. Im Uhrzeigersinn von 12 Uhr, also von 1 Uhr bis 12 Uhr. Genau, hier haben wir Flammensturm, der einen Runenglut macht. Und Runenglut ist sozusagen genauso ein Dot. Aber Dot wurde ja ein bisschen geschwächt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist wieder ein bisschen zu schwach, um jetzt wirklich toll Gegner zu killen, die stärker sind, sehr, sehr. Ja, Runenglut durch Horn auch. Geschwindigkeit und Reichweite plus 7, das ist gut. Ist vielleicht auch ein bisschen unpraktisch dann, wenn es zu weit geht. Ja, Bereich auch wieder, aber wahrscheinlich eher die Breite. Ja, das wusste ich. Der Frostwall ist, also Frostmauer ist einfach dazu da, dass man damit rüberspringen kann mit diesem Skill. Klar, und dann einfach mehr, ja, Bereich hat. Und doppelte kritische Trefferchance. Vielleicht sehr interessant zu spielen. Gibt sicher auch einen Unique dafür. Ja, verhöhte Standsbruch, das ist klar. Entzündungen weg, dafür mehr Schutz. Ah, das also Entzünden, genau, sofort gezaubert wird, alles Schaden auf einmal, nicht mehr in Dauer. Sehr gut. So, das könnte ich mir vorstellen mit dieser Keule. Die macht ja sehr viel Verbrennungsschaden. Wenn man die einfach mehr Legendary hätte, dann. Flammensturmwaffe in Richtung Feuerwall. Flammensturm, das ist jetzt wirklich eigentlich mit Feuerball dann verbunden. Während des Ansturms. Also dort, wo der Feuerball zieht und geprockt wird, dort ist dann auch nochmal so eine Feuerball-Explosion. Das ist die Runenexplosion. Okay, die Runenexplosion, nicht die Feuerball. Runische Beschwörung beim Verlassen. Ja. Aber hat 125% Mana-Kosten. Station. Ein Schub an Schutz, wenn Flammenrausch endet. Ja. Genau, hier ist wieder Defensive, verdoppelt gegen Schaden über Zeit. Buffdauer, in später Zeit im Flammensturm 15%. Vulkanische Kugel, oh, und 110 Mana Verbrauch. Nein. Das ist zwar mega geil und stark dann, aber lieber nicht. Noch nicht. Da brauchen wir noch ein paar, also müssen wir auf die Unix nehmen, die ich schon habe. Blitz, wollen wir Blitz machen? Ich wollte eigentlich ja wirklich auf Blitz gehen. Käthe nicht. Marke der Unterwerfung, weiß ich jetzt gar nicht genau, was das ist. Aber wahrscheinlich einfach, dass die Gegner auf unsere Seite wechseln und Gegner angreifen vielleicht. Ah. In die entgegengesetzte Richtung, schade. Oh. Also ich nehme das sicher. Aber ich muss schauen, was ich nehme. Ich habe schon Lust auf Runenglut. Glyphe der Herrschaft. Nicht mehr kanalisiert? Hä?
Ist das ein Kanalisierungszauber? Ah, zum Aufladen der Größe. Glyphe der Herrschaft, was ist das? Okay, wenn wir das jetzt schon skillen, können wir schon ein bisschen mehr Schaden machen als erlaubt, also als nötig. Dann nehmen wir noch Blitzschaden. Raserei, genau. Flammensturmwaffen in Richtung Feuerball, das ist jetzt nichts. Geschwindigkeit und Leichtigkeit brauchen wir auch nicht so. Ich nehme wahrscheinlich den Bereich noch oder ich gehe hier runter. Ja, unbedingt. Also jetzt schauen wir noch kurz diesen Angriff an. Und genau, was er am Gegner macht, diese Rune der Unterwerfung. Und dann beende ich den Part. Das ist schon 45 Minuten. War. Ja, für den ersten Part, für einen neuen Patch ist das doch wunderbar. Aber es wird halt nicht so gut geschaut. Aber ja, die Leute verpassen dann einfach etwas, die nicht Zeit haben. Es wird solche so wundernehmen, was ich alles mache. Also das ist jetzt ein kurzer und ja, es ist jetzt wirklich sehr langsam. Das ist jetzt ein langer. Okay, eben das Kanalisieren tut auch die Länge ver. Jetzt komm. Ist jetzt nicht so stark schon. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich tue das jetzt noch nicht skillen. Das ist jetzt noch zu schwach. Wir müssen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. Ich mag einfach Kanalisierungszauber auch nicht. Wir müssen das jetzt mal. Oder das ist auch ein bisschen. Mein Gott, die Gegner, die immer so spät kommen. Nein, umskillen. Da. Mana. Aus der. Wieder Aufladezeit. So, ja, also Teleport ist immer noch einer der stärksten Transport-Skills. Und wenn wir dann die Ablenkungen haben, die sind einfach viel zu gut. Das ist, diese Spiegelbilder, die sind einfach zu gut. Weil sie halten also uns wirklich auch auf. Sie haben sehr viel, wie sagt man, HP. Also sie sterben nicht einfach sofort. Jetzt schau nochmals ganz nach hinten. Also ich muss jetzt noch ein bisschen länger machen, die Aufnahme. Ja, und ich werde bald dann auch nochmals eine neue Aufnahme starten, dass ich morgen früh dann noch habe. Okay, ziemlich gut, dass es jetzt das verlängert wurde. Das war nur für Feuerball und jetzt ist auch Runenblitz drin. Steht. So, haben wir schon mal bessere Bonis jetzt hier? 5 Geschick und 24 Ausweichwert. Okay. Ausweichen! Hätte gewertet. Hätte gereicht. Also, hier ist auch keine One-Shot-Chest, schade. Aber unglaublich, wie stark wir sind gegen so dicke Gegner. Das ist einfach auch. Ja, das Zepter hat. Ja, und jetzt sowieso. Also jetzt sowieso, jetzt haben wir auch die Keule. Es kann für Boss ja besser sein, dann zu switchen. Aber wir haben noch keinen Auswechsel. Ja, man sieht's, wenn auch in der Gegner sterben, ist sehr viel Schaden. Sauberschaden. Ist ein Katalyst? Ja. Katalysator. Können wir nicht tragen. Also schade, dass wir auch keine One-Shot-Chest haben. Im nächsten Gebiet könnte es eines aber geben, das ist sehr kompliziert. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Morgen kommt dann am Morgen schon ein neuer Part. Und ja, ich werde jetzt momentan ein bisschen mehr Parts machen. Es werden ja auch gut geschaut und ich habe jetzt noch niemanden gehört, der mir ein bisschen sagt, ich soll weniger Parts machen. Ihr wollt ja auch etwas sehen, oder? Das ist es. Alles Dankeschön für die Unterstützung, gell? Es gibt immer mehr Leute, die mich einfach auch in diesem ja, YouTube-Algorithmus unterstützen. Kurzes Kommentar da lassen. Und ja, dürft ihr gerne auch machen.
Ja, und mir wird es dadurch auch viel, viel besser gehen als anderen, weil ich ja krank bin und auch dann mich besser fühle, auch besser werden kann durch die Krankheiten und so. Ihr wisst das wahrscheinlich, oder? Bin sonst auch ein sehr guter. Ich brauche auch ein paar Millionen Abonnenten. Ja, kann man halt sich nicht aussuchen. Und ich hatte einfach auch manchmal nicht so viel Lust, so extremst viel zu wagen, dass ich so viele Leute anlockte wie möglich. Aber es geht mittlerweile schon viel besser wieder und ja, ihr kennt es, die anderen sind halt schuld. Nein, einfach die Allgemeinheit ist halt eher so auf ja, Kurzweiligkeit und das kann ich halt nicht zu frönen. Aber falls es euch gefällt, einfach mal schreiben, bitte Kommentar schreiben. Ich zähle auf euch und ich finde es wirklich toll dann. Tschüss.